José Mourinho kann mit wenig zufrieden sein. Er wollte ohne Gegentor das Spiel überstehen und das ist ihm gelungen. Mit einem 0:0 bei Atletico Madrid hat sich Chelsea eine gute Ausgangsposition fürs Halbfinal-Rückspiel verschafft. Ansprechenden Fußball zeigten die Londoner nicht. Sie mauerten, wie so oft. Mourinhos Analyse klingt jedenfalls ansprechender als die Leistung seiner Mannschaft. Heute hatte Atletico zum ersten Mal das Hinspiel zu Hause. Eine sehr schwierige Mannschaft, körperlich sehr stark, auch bei Standardsituationen. Den Gegner so zu stoppen, wie wir das getan haben, ohne dass Marc Schwarzer zum Mann des Spiels wurde, was wirklich nicht der Fall war, fand ich gut. Meine Mannschaft hat sehr gut verteidigt. Nicht mehr und nicht weniger. Auch mit Ersatztorwart Schwarzer stand Chelsea meist sicher, ohne überhaupt an die Offensive zu denken. Im Rückspiel wird der Australier erneut im Tor stehen, wegen einer schwereren Schulterverletzung von Stammkeeper Peter Cech. Peter Cechs Saison ist vorbei. Fragen Sie mich nicht nach genauerem, aber seine Saison ist vorbei. Und bezüglich John Terry, wir müssen das Finale erreichen, damit er noch einen Einsatz bekommt. Terry musste verletzt ausgewechselt werden. Frank Lampard und John Obi Mikel werden das Rückspiel wegen Gelbsperren verpassen. Außerdem ist Chelsea am Sonntag gefordert, in Liverpool, bei der wahrscheinlich letzten Chance im englischen Titelrennen. Einen Vorteil sehen die Madrilenen dadurch aber nicht. Chelsea hat eine große Mannschaft. Sie werden eine Lösung finden. Vielleicht auch, weil ihr Trainer gesagt hat, dass er am Sonntag kaum jemanden spielen lassen wird oder am Samstag oder wann auch immer. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass am Mittwoch ihre besten Spieler auf dem Platz stehen werden. Der Respekt vor Chelsea ist angebracht. Bisher waren die Londoner in jedem Hinspiel schwach. Die Rückspiele gewannen sie aber deutlich.